Erratet ihr mir, wo ihr herkommt? Ja, aus Wittenberg. Wittenberg? Ja, lass doch mal sehen von der Rückseite, dann kann ich das ranzoomen. Schöner Rückenknochen. Komm mal, wir sind auf der Internetseite, oder? Aber nur, das sind aber keine Fotos, das sind Filme. Ach, das sind Filme? Ja, und reißt ihr heute hier richtig was, oder? Wollen wir hoffen. Tut euer Bestes, ne? Na, verratet ihr mir, wo ihr herkommt? Boah. Aus Bernburg. Oh Gott, was ist das denn? Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt? Genau die Mitte zwischen Magdeburg und Halle. Ah, ach da, ja klar. Und reist ihr heute was? Macht ihr sie alle nieder, oder? Nee, wir spielen bloß ein bisschen. Spielen ein bisschen, das tut's ja auch, ne? Nein, der ist doch hässlich. Aber bestimmt so, jetzt, teuer, ey. Jetzt dürft ihr mir verraten, wo ihr herkommt. Brandenburg. Brandenburg? Mhm. Was ist das für ein Kennzeichen? BRB ist Brandenburg. Aha. Ich dachte, das war ein Bundesland. Nee, Havel. Also die Stadt. Ach so. Wollte ich gerade sagen. Der Rest auch? Der Rest auch. Und wo kommt ihr her? Berliner. Berliner? Ja. Haben wir ja bald alles vollzählig hier, wa? Ja. Ich grüße meine Omi und meinen Opi. Ja, warum nicht, wenn ich sie sehe? Wo kommt ihr her? Spandau bei Berlin. Wir aus Berlin, er aus Gato. Ist am Tato, am Gato River. Nee, ah. Teltow River? Nee, ist der Havel River. Aber du weißt nicht, bist sicher, wo du wohnst, ja? Nicht direkt. In der Nähe von der Kohlen Reserve von Berlin. Du hast ja wohl ein Kleid. Wohnst du? Ich kann nichts dafür, du wohnst da um der Ecke. Ja. Wo kommt ihr her? Hier, Berlin. Berlin? Ja, ja. Und erstes Big Game oder schon mehrfach dabei? Nee, das ist ja erst das Zweite, aber für uns ist das Erste. Ach so, ja, da immer noch mal was, ne? Viel Spaß. Und hier der Mann, der die meisten Explosionen auf dem Feld verursacht. Zischende Geräusche, herumfliegende Teile. Und wo kommt ihr her? Dresden. Dresden. Dresden mal eben um. Hä? Ich werde gleich den Finger an auch schon drehen. Oh, oh, oh. Ob ich das auf die Videokassette machen kann, weiß ich noch nicht. Wir sind ab 18. Genau. Ich brauche einen Laufreiniger. Laufreiniger? Moment, ich guck mal, ob ich ihn in der Tasche habe. Hier bei seiner Lieblingsbeschäftigung. Hau ab! Lass mich in Ruhe! Finde ich nicht lustig! Ich aber. Ich hab CU. Du hast endlich Luft gekriegt? Nein, CU. Na gut. CU. So, und wo kommt ihr her? Hameln. Ach ja, Hameln, habt ihr mir schon vorhin erzählt. So. Der Spielablauf heute ist, dass wir. Vom Prinzip her, also auf unserem Gelände hier Aliens gelandet sind. Die sehen aus wie der Herr Strahl da vorne. Und haben nur weil das Plastikkuchen mit dir gebracht. Die Feuer sind die hat nichts anderes hier auf dem Boden. Ja. Doch, das ist zu leer. Wenn du dran machst, will ich nicht mehr. Schön. Also, das letzte Mal hat sich die Leute beschwert, da waren die Stangen zu lang. Das Mal davor waren die Fässer zu schwer. Und das Mal davor, das war noch nicht. Und wie gesagt, jetzt haben wir mal was Leichtes, was eigentlich relativ Einfaches ist, denke ich mal, was jeder eigentlich von sich aus ja verstehen müsste. Der Spielablauf ist folgender: Auf dem Gelände sind halt mehrere Aliens versteckt, die uns jetzt der Herr Strahmann zeigt. Ja, ja, genau, die Aliens. Aufgabe ist es, die Aliens mit dem Schutzanzug zu bekleiden, damit sie nicht mehr so nackt und kalt sind. Und mit dem Tuch, wenn man die dann also mit dem Schutzanzug beklebt hat, also eingepackt hat, dann. Ja, jetzt hat das etwa das wie ein Flugzeug, ne? Wenn die haben jetzt angefangen mit dem Korb. Ja, genau, das ist ein Schutz für dich. So, wenn sie dann jedenfalls eingepackt sind, müssen sie auf den Sammelpunkt. Der Sammelpunkt, also der Treffpunkt, wo die dann getauscht werden können, ist die große freie Fläche vor dem Bunker. Vor dem großen Bunker. Und auf dieser freien Fläche müssen zwei Aliens von einer Mannschaft mitgebracht sein, oder erobert worden sein, zurückerobert worden sein, wie dem auch sei, müssen beide da sein. Dann
mit Schutzanzug und dann können sie gegen den X-Faktor ausgetauscht werden. Und dieser X-Faktor ist dort zu sehen. Mit diesem X-Faktor könnt ihr dann die gegnerische Basis stürmen. Zumindest ist es versuchen, ob er schafft, ist eine andere Sache. Und wenn er die Fahne, die auf der Basis ist, also jede Basis ist da dort, auf jeder Basis oben drauf ist eine Fahne in Form einer Röhre. Hallo, wo ist die Röhre? Also da steht eine Röhre drauf, ich weiß nicht, ob diese Röhre gesehen hat, das ist ein technischer Gegenstand, der ist drauf. In 5 Minuten rufen wir hinten hoch. Und um 3 Viertel geht's dann los. Das ist hier wenig, wa? So, alle gelben? Sind hier, oder? Euch dürfen wir nicht schießen, oder? Ich weiß nicht oft. Dann gehen wir von hier aus zu dem Platz und holen uns diesen Karton. Woher bin ich jetzt geschaut? Wenn es hier aber müsst ihr sehen, wie das ist. Alles klar, es geht los! Gelb ist auch los. Das ist nicht mal einen hektischen Aufbruch. Ich verstehe die hier nicht, komm. Rot ist mich schon los.
Einen Überblick kriegen, Alter. Das ist ja voll das Chaos, wenn das Chaos ist. Da, da oben rauf? Ja. Mit geschlagenem Boden. Komm zurück. Timeout! Timeout!
Ich glaube, du guckst mal. Fallen von hinten, Vorsicht! Weg, 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 weg! Ich geh schon, ich geh schon. Mein Junge, da schleicht er noch rein. Guck mal. Da läuft mir da eine Salbe rein. Aber kein Treffer. Der Baum reicht mir. Und wenn er weg reicht, wird schon weiß ich mit Isolatoren. Aber am besten ist der bei uns in der Fleckbase. Der muss man aufnehmen. Richtig, formschön. Du kippst schon um, wenn du das Ding siehst. Und wie bereitest du den zu?
Ja, schön mit Zwiebeln, Zwiebeln anbraten. Dann noch ein paar Morcheln rein. Sehr gute Delikatesse, kann ich dir nur empfehlen. Küchentipps auf dem Paintball-Film. Genau. Hobby-Take mit Jumpfit. Oben ist auch noch einer drauf. Und für die zwei Knüpfe habt ihr so lange drauf. Hier, ihr hört praktisch mit zur Base. Ja. Micha! Und? Nutze dich einfach mal als Deckung. Hm. Ah, wenn du die Kamera nichts abkriegt, wa? Deswegen. Ja. Ist mir lieber, du kriegst was ab. Ja, ich habe heute schon genug abgekriegt. Oh. Von links, UPS meinst du hinten, von links. UPS ist da bei uns, der muss ja eine gelbe Mütze aufhaben. Was? Ganz links am Weg lang? Auswahl drin? Ne, da sind sie auch. Und da kommen sie auch. Ey, die bringen sie in das Gefängnis. Bestimmt eine interessante Aufnahme. Hallo, wir sind jetzt wo hier? Carsten! Du kennst die Lager, Alter, was ist los? Ja, was ist denn los? Was ist denn los? Ey, wo sind denn die Puppen? Was ist los? Was ist mit der Lage? Ja, wo ist denn die? Die sitzen dicht. Ich war schon probiert. Ist zu? Ja, wir haben eine Stunde gebraucht, um abgeschossen worden. Die sind da in massiver Form sitzen da hinten. Also vorher hast du nur einen Haufen. 25 Leute machen immer so einen Kreis um die Base. Und wir haben alle Befahrt, in den Weg kommt. Ja, das kommen wir immer durch den Weg. Ja, wir sind aber auf jeden Fall mehr. Wenn wir einen größeren Kreis machen, dann haben wir ganz viel zu tun. Na also, lass uns mal alle wandern. So, wandern jetzt alle. Alle zusammenbleiben. Hannes? Da ist er. Ja. Ja. Ja.
Ey, kriegen wir nicht. Tino! Du hast das viel zu weit weg, du kommst doch von mir. Kriegen wir die Sau. Ja, ne? Dino, geh rum. Hältst du davon ab, rum? Ey, da kommt euch entgegen, der geht auch alles in die Richtung. Ren, renn! Lass in die Richtung steigern. Mach mal den in die Sven. Wir müssen da lang, rüber, runter. Los, nach links. Wollen wir rum? Weil hier brennt eine Lampe, Sven. Na, ich geh nicht mal rein. Komm. Gunther, wo ist er? Von mir aus gesehen, 3 Uhr, Quatsch, 9. 50 Meter. Vor dem Meter mitten im Gebüsch. Das ist auch gelb. Geht jetzt auf. Ja, ich sehe. Okay. Kein Anker.
auf die andere Seite, dann speist ihn ein. Ist raus? Das ist schlecht. Probier ich nochmal. Kommst du bestimmt seitlich durch den Busch hoch. Schon mal weit von unten. Ja. Rechts und rot. Ja, rechts und rote. Da. Rote. Rote. Hinter der Schiene? Ja. Hey, wir sind schon am Boden gelandet. Schon wieder? Ja.
bin ich jetzt hier alleine? Cool. Nee, komm mal mit. Wie, keine Lust mehr? Nee, nee, wir warten, bis wir hinten klarkommen, dass wir die Ammo-Box suchen können. Ach so. That's it! That's it! Ja, so spielt das Leben, ne? Da ist man endlich mal Held, ne? Und dann... Wo geht's denn raus? Genau hinter mir. Oder so, den sehe ich runter da.
Hey, wie sieht's aus? Hey, ho! Gehen wir drüber auf den Feldbeteil auf. Okay, ich glaube, es raus. Marcel, check me! Hit! Du musst uns mal interviewen hier. Ja genau, sag doch mal was ganz wahnsinnig Wichtiges. Aber wahnsinnig Wichtiges fällt uns jetzt gar nicht ein. Das ist wieder typisch. Hat sonst irgendjemand etwas zu sagen, was es wert wäre, ihn zu interviewen? Ja, das Spiel ist geil. Ah ja, sonst noch ähnlich qualifizierte Kommentare. Darauf hat er nur gewartet. Ist der noch drin? Ja, der ist noch drin. Ey, ich möchte mal jetzt einen Schlüssel brauchen. Mal kurz halten. Bleib mal kurz stehen. Ey, wo ist denn Olli? Der kann nicht. Ja, dann machen die das halt. Was, Benni kommt der Müller? Ja, dann sind wir bei Stadt gefahren. Ist Benni draußen, ne? Wie weit sind wir eigentlich gefahren? Ne? Schneller, schneller, schneller! Schneller, schneller! Ja, im Schutz, schneller! Ja, ja. Warte doch, lass ihn doch erstmal runter! Dann kommt der doch schon. Wird das ein Werbefilm für Docs Paintball Shop? Ausschließlich! Sag mal, Docs Paintball Shop ist super! Ja, ja. So sind sie, die Paintball-Spieler von heute. Kommerzorientiert. Während andere voller Enthusiasmus da hinten die Läufe zum Glühen bringen, hockt er hier rum und stochert im Erdreich, weil er nicht bezahlt wird. Ja, ja. Mit dieser Geste sehe ich auch dich in Zukunft immer an der Straßenecke hocken. Ach nee. Aha. Vorher war ich Angestellter bei Docs Paintball Shop. Oh ja, dann verstehe ich das auch. Jetzt hier ab. Sag bloß, ihr tut was. Kommt, alles was gelb ist, mitkommen. Hey. Ja, macht doch was. Okay, okay. Nicht, dass ihr jetzt von da oben drauf kommt. Oh, scheiße, hey. Wunder. Die sind jetzt voll auf, wenn die von da kommen, passt mir doch von oben auf. Ja, von oben auf passen. Nicht, dass sie durchbrechen. Aua. Jetzt wird es Zeit zu flüchten. Vorsicht! Vorsicht, vorne! Entsetzt, gebannt, zu keiner Aktion fähig, standen die kühnen Recken und betrachteten sich das Elend. Als verwegenes Manöver entschließt man sich zur Flucht.
Das ist mir zu anstrengend. Komm rüber! Die haben uns schon lange erkannt. Die kommen her. Panik. Ja, Flucht. Ah!
Gefährliche Gegend, ich glaube, ich gehe. Vorsicht, Kamera! Panik! Entsetzen! Alles voll.
Das könnte was werden. Nicht so weit vor, nicht so weit vor. Kessel soll drei Mann sein. Rote weiter vor! Los, da kommt bestimmt Nachschub, so viele draußen sind. Aber dann sind die von hinten. So viele draußen, die kommen gleich wieder rein. Los jetzt! Was ist los? Sagst du Bescheid, wenn? Los, Jense. Los, Jungs, geht doch vor, ihr seid vier Mann. Macht's alle. Los, komm nach vorne. Zwei Mann schießen, zwei laufen. Los. Ihr seid doch in der Überzahl. Los, lauf. Zwei Mann schießen. Los, kommt nach vorne, ihr drei da. Los, komm, los. Endlich kommt hier ein bisschen Bewegung in die Sache. Mann sind da drin. Na los, Jungs. Scheiße. Fuck. Habt ihr noch Mund? Na hier lang von mir. Komm. Komm, mach voll. Mach voll. Ja, hier, ja. Hier, 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 hier. Wie viel denn noch? Hä? Wie viel ist das denn? 15 neue drinne. Was? 15 neue drinne. 15 neue drinne. Ja, prima. Nee, er hat Gelb ja fürchterlich einen abgekriegt. Da hat Rucht fürchterlich einen abgekriegt beim Versuch, die gelbe Basis zu stören. Und was ist zum Schluss passiert so ungefähr? Wir haben im Endeffekt, ganz kurz gesagt, haben wir die gelbe Base eingenommen. Aber um es ein bisschen auszuführen, im hinteren Teil hatten sich alle verschanzt in so einem Graben. Ganz zu Schluss. Wir hatten den Bunker schon umstellt. Also von der Seite und hier lagen die alle. Die Schiris waren oben, zwei Marshals,
waren noch oben. Und dann haben wir auf einmal alle sind losgerannt. Es waren ungefähr 40 Leute, waren wir bestimmt, wa? 40 rote Mützen auf einmal los und die waren nur noch 10 Leute ungefähr. Haben wir die dann alle weggeputzt, aber ganz böse. Schade, habe ich ja was verpasst zum Schluss. Ja, wieso warst du nicht mit dabei? Weil ich das Gemetzel vorher schon mit Kasten hatte und die Kassette voll war. Musste Kassette wechseln.